We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah! Jörg, Jörg, los! Oh, sag! Aber jetzt klingelt, wir müssen doch mal unterbrechen! Wir wurden unterbrochen, war ein Mann, der nicht für uns war. So, jetzt nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas. Ich reite jetzt nicht nochmal auf Orsock. Das ist jetzt halt der Anfang. Das ist der Anfang. Ja. Der Anfang ist auch die Möhre zu drehen. Warte, sie sind noch nicht gut genug beleuchtet. Jetzt. Hallo Möhre. 17. Geschafft. Geschafft. Ach ja, bevor mich noch Leute anschreiben auf Instagram, bitte. Es sind Tage bis Weihnachten. Es ist der 1.12., 2.12., 3.12. Ich hatte nicht so viel Platz, das ganze Datum zu schreiben. Ja, dafür brauche ich sehr viele Zahlen. Nächstes Jahr, damit es keine Verwirrung gibt, schreiben wir frohe Weihnachten obendrauf. Ja, wir haben eure Nachrichten alle gelesen. Ach so, ja, weil man ansonsten so rückwärts zählen müsste. Ja. Aber das sorgt dann wieder bei den Leuten für Verwirrung, ja, die dann das Datum sehen. Ja. Das ist immer das Gleiche. Man kann es nicht allen recht machen. Ja. Also, ich krieg einen Naschi-Bär und wir fangen heute mit Sport an, würde ich sagen. Ja, nachdem wir jetzt gerade so gut gegessen haben. 10-mal Beinchen hoch. Eigentlich auf so einem Dings haben wir aber nicht. Aber wir können ja trotzdem so machen. So, das sind Beinchen-Anheberie-Dingsies. Kann ich starten? Ja, ich muss mich neben sie stellen, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, machen wir 20. Neun, zehn. Ach so, auch eine Treppe drauflaufen, immer hoch und runter eigentlich, ne? Ja. Ja, das ist ja deutlich anstrengender. Okay, fertig. Wir haben unseren Sport gemacht. Ich habe dich auch schon reingetragen, das war mein Sport. Das hat geklappt, glaube ich. Also, die Mira hat gesagt, ich soll immer nicht so viel trollen, aber eigentlich ist es doch ganz süß, wenn man sowas zum Anfang macht, oder? Ich glaube ja. So. Wir müssen öffnen. Wir bedanken uns wieder bei unserem Lieblings-Adventskalender. Bei Sabine, bei Claudia für den Makramee-Adventskalender und bei Maddie natürlich für den Tee-Adventskalender. Ja, darf ich heute wieder den Räuchermännchen anzünden? Anzünden, ja. Ja, bitte. Du suchst raus, was ist es für ein Kegel? Tannenduft. Richtig. Ja. Ja, es riecht wirklich nach Tannenduft. Ich habe wirklich deutlich geschnuppert. Ich habe nicht so ein gutes Geruchssinn, aber ich habe geschnuppert. Ich habe neue Sachen bestellt, und zwar Makramee-Perlen. Die sind aber etwas klein. Das Feuerzeug, Schatz? Hol ich dir bitte. Eieieiei. Ach, da drüben. So unselbstständig bist du. Hier. Dankeschön. Bitte. So. Und Makramee-Ringe. Wir können jetzt endlich anfangen, die Makramee-Serviettenringe daraus zu machen. Habe ich bestellt und eine Lichterkette für meinen Stern. So. Tannenduft duftelt. Versuch heute mal für mindestens 2 Stunden einfach nichts zu tun. Führe eine neue Routine ein, die dir gut tut. Das ist schön. Das machen wir. Statt einer Routine? Na doch, du kannst doch. Die Routine ist die Schokoding. Kannst du das näher ranstellen und so? Ja. Wir haben ja schon unsere Routine. Die ist zwar nur zur Vlogmas, aber die Routine machen wir jeden Tag ganz gerne, nämlich Adventskalender öffnen. Oh, können wir weitermachen, ne? Brauchst du den Adventskalender? Wir haben jetzt beschlossen, also ich dachte, dass das so viel Spaß gemacht hat mit den Livestreams. Heute ist ja Samstag. Und diesen Vlogmas seht ihr ja Montag, weil morgen machen wir ja Live-Vlogmas. Und das ist dann natürlich ein bisschen verzogen. Aber das macht uns so viel Spaß mit diesen Live-Sonntagen auf dem Hauptkanal, dass wir daraus eine Tradition, ein Ritual, ein Format machen wollen für euch. Richtig. Das heißt, immer wenn wir Zeit haben und... Das machen wir nächstes Jahr, planen wir das auf jeden Fall auch ein, dass wir die Adventssonntage zusammen auf dem Hauptkanal sind und dass wir Samstag zusammen kochen.
Genau. Das auf dem Zweitkanal. Das wird sehr, 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 sehr schön. Ich stelle die Kamera. Bio Flapjack Erdnussschokolade. Der Bongo, der stand gestern woanders, aber jetzt steht er da wieder. Ich gehe noch ein Stück nach hinten, weil jetzt sonst sieht man den Schneemann, den Snowman nicht. Wie heißt? Der Schneemann hat einen Namen bekommen. Wie heißt der Schneemann? Micha. Herr Micha. Michael. Ja, hi. Hallo. Ich weiß genau, welcher Micha gemeint ist. Michael. Ja? Ja, ja. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. So, was war jetzt heute? Heute war der 17. Ja. Oh, am 17. habe ich Geburtstag im Juli. Wunderbar. Komplett random. Ich mache mein Kaffee-Ding auf und hole mein Kaffee-Ding auf. Ich brauche auch mehr Kalender im Juli. Also, ich habe mir hier zwei Bärchen genommen von Sabine. Ein oh, das ist aber neu. Lies mal vor, was da drauf steht. Den habe ich noch nicht. Kaffee Puro, Reifen Honduras, Fairtrade Bio Ganze Bohne, 100% Arabica. Reifen Honduras, den hatte ich noch nicht. Und von Koro habe ich Bio Flapjack Erdnuss Schoki. Das klingt gut. Wir können uns nochmal die Zutaten anschauen. Ich möchte Ihnen erstmal Ihre Socke geben. 30% glutenfreie Haferflocken, Agavendicksaft, geröstete Erdnüsse, dunkle Schokolade, Zucker, Kakaobutter, bla bla bla. Da freue ich mich gleich drauf, den werde ich gleich öffnen. Wir haben zwar gerade Mittag gegessen, aber genau. Ein bisschen Schoki geht schon klar. Kleine Erinnerung, also dieses Video seht ihr ja am Montag. Oh, das ist eine schöne Weihnachtssocke. Oh! Mit Tannenbäumis drauf. Wirklich, das ist eine einzelne Socke. Aber wirklich schön. Die sieht wirklich sehr gut aus. Voll schöne Socke. Sock, sock, sock. Ja, bitteschön. Nein, ich wollte noch kurz erzählen. Dieses Video seht ihr ja jetzt am Montag. Also heute ist Montag. Das heißt, am Samstag haben wir live gekocht. Und auch das war auf Colinas Küche. Da haben wir jetzt auch gerade unser. Deswegen hat Mira dieses wunderbare Weihnachtsmann-Shirt an. Bitte kommentiert, wie ihr diesen Weihnachtsmann findet. Ja, und falls ihr Ich will nur Weihnachtsmänner-Emojis sehen. Genau. Falls ihr den Kochstream nachschauen wollt, dann guckt gerne bei Colinas Küche nochmal vorbei. Das ist eine sehr wichtige Information. Jetzt Makramee. Dann Karls und dann den Merry Christmas von Maddie. Großes, schweres, volles Päckchen. Nochmal grün. Mehr grüne Makramee-Wolle. Voll schön. Ich finde das Grün auch richtig, richtig schön. Das sieht wirklich schön aus. Weil es so ein richtig kräftiges Tannengrün ist. Soll ich das zu deinen anderen Makramee-Sachen legen, damit das alles zusammenliegt? Oh ja. Ich zeige euch nachher die restlichen Ergebnisse. Zack, zack. Oh, der riecht richtig krass hier. Diesmal räuchert der richtig gut. Das ja. Riecht wirklich sehr gut nach Tanne. Nein, Pfirsich. Wo ist die Socke? Wieder drin? Habe ich hier reingeschickt, ja. Ja, dann muss ich die 17 aber offen lassen, dass wir das auch hier dingsen können. Zack. So, darf ich aus dem Karls die 17 aufmachen? Heute nehme ich die Süßkirsche, ja. Dann, weil ich kann die hier oben gleich sehen, dann kann ich hier oben aufschneiden. Und gucke, ob ich den Karl rausholen kann. Was denn? Erdbeertraum mit Rum. Das ist ja genau das Richtige für mich. Jetzt oh nein, das ist an der Seite angekleckert. Guck mal. Warum ist denn das da angekleckert? Ist das Apfelprozess oder ist das kaputt? Apfelprozess, Schatz. Oh, ich habe mich so gefreut gerade. Zuerst die Freude und dann die Enttäuschung. Die einzige Sorte, die ich nicht essen mag. Die schmeckt wirklich nach Rum, die Marmelade. Ja. Ich mach die mal sauber. Aber Erdbeer hier Rumtraum steht da drauf. Seht ihr hoffentlich. Oh ja. Die geil. Die schmeckt bestimmt lecker. Maddie, vielen, vielen Dank für deinen Adventskalender. Ich habe mir heute italienische Süßkirsche ausgesucht. Und ich habe heute noch keinen Tee getrunken. Ich habe mich heute mit Wasser erst bemüht. Deswegen, wir machen gleich eine ganze Kanne mit Schwarztee gemischt. So, Makramee. Und Govinda ist jetzt noch. Ach ja, nee, wir hatten gerade einen richtig schönen Livestream zusammen. Wir haben Spinatnudeln mit Pilzen gemacht. Das war sehr, sehr lecker. Ich habe noch ein paar Pinienkerne oben drauf gemacht. Das ist so geil, diese Pinienkerne von Koro. Mega krass. Endlich muss man nicht mehr so rumreizen. Ja, diese 40 Gramm, 50 Gramm Tütchen da, die man aus dem Supermarkt kriegt. Die sind ja mit Einmalessen immer schon leer, ne? Und wenn man dann so ein 500 Gramm Päckchen hat, ja, mit Pinienkerne. Ja, Gonzan, das ist richtig, das ist ultra. Ich muss hier, ich habe da mit Fettfingern draufgefasst. Sie sind nicht scharf genug. Hast du da gefettfingert? Jetzt sind sie scharf. Sie sind sowieso eine scharfe. Ein Haferflockenriegel. Wie schmeckt der dir?
Das ist dein Riegel, merke ich schon. Er schmeckt wie so ein Müsli-Riegel so ein bisschen. Mhm. Ja, das schmeckt nach Haferflocke und Nuss und so. Mhm. Bisschen süß. Das ist cool. Aber ja. Nicht so extrem süß, dass man sagt so ui, ne? Sondern lecker. Angenehm süß, ja. Ja. So, und wo packe ich Claudias Anleitungsbuch wieder hin oder soll das hier liegen bleiben? Kannst du es liegen lassen. Okay. Das heißt, du machst dann Makramee weiter. Mhm. Das ist von Maddie, du hast dir das genommen. Mhm. Wir müssen jetzt aber erstmal den Thermomix sauber machen. Ich kann jetzt den hier nicht direkt kochen, Schatz. Wir hatten gerade den Kochstream. Also ich mache das sauber und danach mache ich das Wasser heiß für deinen Tee. Ja? Ist das eine gute Idee? Hört sich gut an. Ja, wir sind super, super, duper, duper, duper drauf, muss ich sagen. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich fand übrigens auch die Idee schön, unsere Leute zu benennen. Also den Schneemann, hier, ich muss die Hand sein, den Schneemann und den Weihnachtsmann. Wenn wir nächstes Jahr noch ein Rentier oder irgendwie noch ein Tier haben, dann kriegt das auch einen Namen, bitte, ja? Wir können den Schneemann noch einen Namen geben. Dem an der Nase da hinten? Du meinst dem da? Sollen wir Kommentare fragen? Sollen wir nachfragen, ob das kommentiert wird, was der für einen Namen bekommen soll? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn was Gutes dabei ist. Vielleicht entscheide ich mich dafür. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber Micha und Bongo... Ich meine, ich finde es schon lustig, einfach die Sachen nach männlichen Zuschauern zu benennen. Und der Räuchermann? Das ist der Piet. Das wäre lustig. Hier ist dein Bärchen. Soll ich es auspacken? Dankeschön. Ich komme noch zu dir. Ich will mir den Bärchen mit reinessen. Schokolade ist lecker. Ja, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich vielen, vielen Dank, Mädels, für die ganzen Adventskalender, dass wir jetzt hier noch mehr auspacken dürfen. Ich liebe das, ja. Also ich kaufe mir auch immer gerne viele selber. Auch schon bevor wir YouTube gemacht haben. Und ich mag das einfach. Ich finde das voll toll. Immer so ein bisschen jeden Tag ein kleines Geschenk. Ich finde das voll schön. Muss ja nicht jeden Tag 10 Schoko-Adventskalender sein, hat das nicht. Sondern das ist halt ja auch, dass auch sinnvolle Sachen dabei sind. So dieses Makramee zum Beispiel, ultra sinnvoll. Oder Tee, was gesund ist, ne? Dass man noch mehr ans Trinken erinnert wird und so. Ist super, super schön. Oder Schmuck, der einem so gut gefällt. Soll ich mich jetzt nehmen? Jetzt musst du das doch beiseite machen. Nicht voll, voll schön. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich kann auch nur noch mal Danke sagen, weil wir wissen das wirklich zu schätzen und das ist halt nicht selbstverständlich. Das möchten wir hier nochmal betonen. Wir sind da sehr dankbar für, dass ihr, also die Zuschauer, die uns hier anschauen und auch die, die uns das hier geschenkt haben, dass ihr uns so viel Liebe, so viel Zuneigung, so viel ja, nette Gesten uns zukommen lasst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir bedanken uns natürlich auch bei jedem, der uns halt hier einen Kommentar schreibt oder halt auch nur das Video anschaut. Das ist wirklich ganz, 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 ganz lieb von euch. Danke dafür. Danke. Ja, kann man wirklich mal sagen. Ja, Tagesplanung. Gib mir mal den Müll, hier. Dann bringe ich den nämlich weg und du machst weiter mit der Tagesplanung. Hier esse ich noch, genau. Tagesplanung ist noch, dass wir nachher Besuch kriegen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein Makramee, dann räumen wir ein bisschen auf, dann bereiten wir den Livestream für morgen vor. Dann kommt der Besuch auch schon, der bleibt nicht so lange. Relativ kurz, denke ich mal, aber... Na, so eine halbe Stunde wahrscheinlich, oder so? Ja, 20 Minuten, halbe Stunde. Ich glaube nur 5 Minuten. Na, wenn er schnell wieder weg will, ja, kann natürlich auch sein. Wissen wir jetzt nicht. Ist ja völlig wurscht. Es ist alles super so, wie es ist. Leuchten, weil du bist nicht hell genug. Nimm mal bitte die Kamera. Ja, Leute, jetzt hat nochmal die Post geklingelt. Da dachte mal, wir holen die Kamera nochmal raus. Ich habe mir gerade Fernsehen angemacht und ich bin jetzt am Makramee bei. Ich sortiere hier immer meine Reste, damit ich gucken kann, welche Fäden ich nochmal benutzen kann. Nein, man kann sie auch wegschmeißen, aber ihr wisst, ich bin geizig. Und ja, ich bin heute am Türchen 14 jetzt dran. Ich habe es gestern nicht geschafft, weil wir ja Besuch hatten. Die Makramee-Serviettenringe. Und gestern kam ja auch erst das Paket mit meinen neuen Ringen an. Deswegen, da machen wir gleich 6 Stück von Serviettenringe. Und außer darf ich mir noch Stoffservietten kaufen? Darfst du natürlich auch. Dankeschön. Aber was ist das jetzt für ein Ding? Das also, ist jetzt Community Post. Das ist eine... Ich möchte auch eine Karte zu ihr geschickt. Genau, wir formulieren das mal ganz so. Die Zuschauerinnen, die Weihnachtskarten bekommen haben, da war ja auch ein Absender drauf. Da haben wohl ein paar Leute sich aufgeschrieben, von wem sie das gekriegt haben. Weil hier hat uns Anschein haben auch meine Adresse gekriegt. Ja, und eine Zuschauerin, die liebe Enya, mehr lese ich nicht vor. Nee, bitte nicht. Hat für Anita Maurer ein Paket gesendet. Dreh das schon mal um. Ja, ich habe das schon umgedreht, damit du, aber du hast die Adresse drauf. Ich habe das schon so gehalten, damit das keiner sieht. Ich bin schon, was ist denn da jetzt wieder drin?
Das ist schon fresh. Irgendwie bin ich jetzt auch schon gespannt. Ich habe ja gesagt, dass ich nichts erwarte von euch. Ich habe auch gehört, manche verschicken Karten und sagen dann im gleichen Abendzug, sie hätten auch gern eine. Ich habe gesagt, ich verschicke gerne an euch Karten, damit ihr euch freut, ich ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten kann durch so eine kleine Geste. Und hier ist ein kleines Geschenkchen drin. Oh, krass. Das ist schön und ich erwarte halt einfach gar nichts von euch zurück und das ist halt mega krass. Es ist aber, ich möchte noch mal kurz betonen, das sagen wir auch immer wieder, wenn ihr nicht schreibt, dass wir es nicht vorlesen sollen, wir packen alles immer in der Kamera aus, damit jeder das auch sieht. Richtig, hier ist noch ein kleiner Brief drin. Für Anita und Osok steht da wieder drauf. Und Alexander und Lena. Was ist das? Zugeklebt sogar. Das ist hier voll der krasse Briefumschlag eigentlich, ne? Also jetzt hier nicht den Standard, den man irgendwo kaufen kann. Sehr crazy. Darf ich das vorlesen, bitte? Ich möchte das vorlesen. Ich mag. Was für eine Karte. Das ist ja eine epische Riesenkarte. Darf ich das vorlesen, bitte? Ich mag so gerne lesen. Als Kind mochte ich das nie in der Schule, aber hier in der Kamera möchte ich das vorlesen. Oh Mann, danke schön. Wirklich vielen Dank. Ich setze mich hinter dich. Ja. Ich lese vor, es ist wie ein Gedicht sozusagen. Vom 16. Am 16. heute. Gestern abgeschickt, heute angekommen. Gute Post. Liebe Anita, lieber Osok, euch ein fröhliches und friedliches Weihnachten und ein glückliches 2023. Liebe Anita, deine Postkarte hat genau die richtigen Worte gefunden, die tief in meinem Herzen gefallen sind und mir total gut getan haben. Vielen, vielen lieben Dank an dich. Danke, dass es euch gibt, dass ihr euer Leben teilt. Mir fehlt das im Alltag. Und das kann ich nicht lesen, weil es so geschrieben ist. Und als, und... Ihr seid eine Freude für mich. Und Alex. Alles Liebe von uns, eure Enya und Alex. So, und dann sind hier nochmal zweimal PS. Hier oben PS. Die Basi aus Penpia haben... Jeder Einspruch im Einwickelpapier oder in 4 Sprachen gedruckt wird. Wir verwenden manchmal die Handys beim Übersetzen, aber meistens steht es auch in Deutsch. Viel Spaß beim Sprüche entdecken. Und dann steht auf der anderen Seite, zweites PS, und liebe Grüße unbekannterweise auch an den Vati von Oso, dass er in den nächsten Videos mitmacht. Finden es echt spitze. Es sind ganz viele Smileys immer mit dabei. Hier, da Smiley und da ein Smiley und da ein Smiley. Dankeschön. Enya und Alex, Dankeschön für diese wunderbare Karte. Also ich kann die auch umdrehen, weil man sieht dann hier den Text. Also ich habe mich das jetzt nicht ausgedacht, sondern der steht wirklich. Ne? Dankeschön, ihr seid herzallerliebst. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Oh, was ist das denn? Das ist ja die übelst krasse Nascherei. Hier sind auch ganze Nüsse drinne. Deutsche und Galbaner. Deutsche und Galbaner, ja. Süßigkeiten. Was ist denn das, ey? Das ist ja krass. Das ist ja Premium-Süßigkeit. Ja. Oha. Boah, ey. Also ihr müsst euch nicht in Unkosten stürzen für uns, bitte. Fühle mich jetzt schon richtig schlecht. Nein, Quatsch. Nein, aber ey, ganz, ganz herzlichen Dank. Ach, hier öffnen. Ja. Ach so. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Jetzt geht's auch einfach. Boah, die sind nochmal einzeln. Oh, krass. Oha! Na, das ist ja mega. Da kosten wir mal direkt ein. Hier ist ein Kater mit einem Hut drauf. Das ist ja überragend. Ey, ganz, ganz herzlichen Dank. Diese Karte, liebe Enya und lieber Alex, die stelle ich zu unseren anderen Karten von den anderen Zuschauern, dass ihr auch einen Ehrenplatz mit auf der Kommode habt. Hier, Dankeschön. Huch, ich muss mal rüberstellen. Direkt neben Satz. So, da kosten wir ja direkt mal einen. Also einen für dich, einen für mich. Ja, ich kletter da über dich rüber. Da ist noch ein Spruch drin. Wupp, wupp, wupp. Also, hier muss man das auffalten. Boah, das ist voll die Premium-Verpackung, so ein Alufolien-Ding hier. Wie kriegt man das denn auf, ohne das so kaputt zu machen? Da hat die so eine kleine Zipfelmütze? Oha. Das ist so gefaltet, so dass man das. Die schönsten Momente lassen sich nicht in Worte fassen. Oh.
Hast du den gleichen Spruch oder sind ich das Ich weiß nicht, was bei mir drin steht. Hier ist halt auch ein Spruch drin. Ich pack das aus. Vier Sprachen sozusagen. Die schönsten Momente lassen sich nicht in Worte fassen. Voll schön. Niedlich. Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut drauf gehen. Doch es wachsen keine Blumen mehr auf ihr. Oh. Das ist halt so eine melancholische... Da kann man mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Deswegen, also, jetzt. Anstoßen. Boing. Guten Appetit. Oh, eine ganze Nuss, das mag ich. Oh, das ist ein Zartbitter. Das schmilzt gut im Mund. Die Schoki ist voll gut. Und dann ist aber so ein bisschen crunchig halt, weil das so ein Nuss ist. Ja. Premium Wachi Wackis von Deutsche Gabbana. Überkrass. Dankeschön. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Mega. Davon esse ich dir keine mehr weg. Die sind alle für dich. So, ich kletter mal wieder von dann und möchte an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, hier also Daumen nach oben für euch. Das ist so krass. Danke. Dankeschön. Danke, wirklich. Und so schnell da, Mensch. Nach einem Tag. Krass. Ja, voll die gute Süßigkeit. Wo kann man die kaufen? Ich google das jetzt mal, Schatz. Ja. Voll lecker. Nee, finde ich richtig, richtig schön. Gefällt mir. Krass. Schmeckt sau lecker. Ich mag das auch mit der kompletten Nuss, ne? Ja. Ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Voll süß. Jetzt will ich ja anfangen zu vloggen. Jetzt macht er sein Käffchen. Hey! Das war ja schon fertig. Ich wollte mein Makramee zeigen. Wir haben hier alles vorbereitet für die Gäste. Wir haben gestern schon die Gläser benutzt, die nochmal mit der Hand ausgewaschen. Ist eh nicht Spülmaschinen geeignet, aber ja, vielleicht haben die auch Bock, daraus zu trinken. Ich weiß nicht, wie lange sie bleiben. Vielleicht gehen sie auch in 5 Minuten wieder. Die Plätzchen, die wir noch da hatten, habe ich jetzt mal hier drauf geschmissen. Und falls sie mal was richtig Gutes möchten, unsere Gäste, kommen auf jeden Fall zu zweit, so wie ich das gehört habe, dann habe ich die Bag hier nochmal hingelegt. Ozark hat sich schon einen zweiten gemopst. Was? Ja, du hast dir schon einen zweiten gemopst. Das ist richtig. So, ich mache mal hier Licht an. Achtung, ist doch mal laut, weil der muss jetzt durchgehen. 3, 2, 1. Weil jetzt hat er nichts mehr gerisselt. Und dadurch ist das ultra fein. Jetzt redet der immer noch und ich warte und ich warte. Wow, schön. Ich habe mein Makramee fertig. Achso, nee, ich muss euch das Buch dazu zeigen. Weil nur wenn ihr die Anleitung daneben seht, könnt ihr ja entscheiden, ob ich gute Arbeit geleistet habe oder nicht. Nicht wahr, meine Freunde? So. Der Makramee-Serviettenring. Das ist das hier. Toll, ne? Aber ich habe natürlich nicht nur einen gemacht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Davon, das ist, ich habe jetzt ein ganzes Set gemacht. 6 Stück. Alle schon ausgekämmt, zugeschnitten etc. Ne, zum Benutzen bereit. Ich muss jetzt natürlich noch schöne Servietten kaufen. Denn also wir haben ja diese... Stell dir vor, du würdest sie auf deine Amazon-Wunschliste tun. Das ich will Stoffservietten ja, haben. Richtige. Ja, ich weiß. Aber die finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, jetzt kommt da so eine Serviette. Dingsy-Dungsy durch. Ja. Und dann kann man die so hinlegen. Oh, mit dem Grün. Ja. Da ist ja Grün mit drin. Das ist ja überall, bei jedem. Ja. Ich finde das überragend. Hier, bitteschön. Dankeschön. Ich kann meine Freude manchmal nicht zurückhalten, Schatz. Das weißt du, ja? Ja. Kaffee. Geht auch mit jedem Mal fixer, ne? So, beim ersten Mal muss man immer noch 5-mal nachlesen, was sollst du jetzt tun, ne? Aber dann weißt du ja Bescheid. Nee, mega cool, habe ich ein ganzes Set gemacht. Untersetzer fehlen mir, wie gesagt, noch. Muss ich auch noch 6 machen. Da sind wir dran. Heute habe ich aber die Serviettenringe gemacht. Dann haben wir hier diesen Taschenanhänger.
Und das ist der hier. Den kennen wir natürlich nicht aus. Hier haben wir Knoten reingemacht, dass ich das wirklich nicht lösen kann. Mit einer Tragevorrichtung kann man da halt an jeder Tasche knüppern. Ich würde es gerne tragen, aber ihr wisst, Ozok trägt alles. Und ich habe also ich habe schon Taschen irgendwie. Jetzt ist hier was runtergefallen. Voilà. Aber ich kann hier einen Ozoks Rucksack machen. Den kann er noch mehr tragen. Vielen Dank. Wenn ich mal eine Tasche benutze, vielleicht... Hey, das hat der Arzt gesagt, ja. Na, aber der Arzt hat es ja nicht zeitlich begrenzt. Achso, der Arzt hat gesagt, der hat jetzt einmal gesagt, ich soll alles für dich tragen und das zählt jetzt mein Leben lang. Ja, bis der Arzt es aufhebt wieder. Okay, na gut, das muss ich wohl akzeptieren, dann ist das so. Der Arzt hat nichts von nur 2 Wochen gesagt. Ja, ja, nee. Ich muss den Kaffee wenden. Das ist die große Schneeflocke und die ist hier. Also ich habe ein bisschen zu eng geknotet. Sie wälzt sich so ein bisschen. Ich werde sie auch mal in Wasser legen und dann auf den Tisch pressen. Dann hat sich das Gewälte auch erledigt. Ja, wir sind jetzt wieder aktuell. Tag 16. Nee, 17. 17 ist 16. Achso, dann muss ich euch noch den Tannenbaum hier zeigen. Du hattest aber die Bulle heute rausgeholt gehabt. Ja, ja. Ich habe ja hier den Tannenbaum. Aber ich habe ja nur einen weiß gemacht. Ich habe das Buch kaputt gemacht. Genau. Den kann man super duper aus Resten machen. Hier ist ein anderer Knoten. Ganz am Anfang war diese Knotentechnik drin. Und jetzt ist ein zweiter Tannenbaum drin mit dieser Knotentechnik. Das ist aber im Prinzip wurscht. Ich habe das jetzt aus Resten gemacht. Diese Abschnitte, die ihr mal gesehen habt. Und dafür ist es wirklich perfekt geeignet für so kleine Projekte zum Abschließen. Man kann da zum Beispiel eine Lichterkette draus machen. Ich denke, ich werde noch mehr kleinere machen. Vielleicht mache ich, also man kann es auf Lichterketten so auffädeln. Das sieht eigentlich ganz süß aus. Ja, ansonsten kann ich mir das ja dann noch überlegen. Jedenfalls, wir haben jetzt vorgearbeitet bis 17. Und ich schaue mal, was morgen dran ist. Perlenrippenornament. Oh, morgen gibt es 4 Kugeln. Holzring. Nee, ich muss ja vielleicht bei der 18 gucken. Das wäre ja klüger, oder? Wenn ich bei der 18 gucke. Morgen gibt es den Schlüsselanhänger. Ach so, genau. Den hatte ich mir ja schon mal angeguckt und ich hatte mir den langen Schlüsselanhänger gemacht. Und ja, da müssen wir bestimmt Karabiner aus Box 18. Ja, und ich hatte meinen Schlüssel, den ich halt sowieso benutze. Aber das kurze werden wir trotzdem machen. Ja, unsere Gäste müssten, wie gesagt, jeden Moment eintreten. Eigentlich jeden Moment klingeln. Sie haben gesagt, sie machen sich jetzt langsam los. Allerdings weiß ich nicht, von welchem Zuhause sie losfahren. So, der Besuch ist weg. Wir haben ein bisschen was gegessen, aber die hatten nicht so viel Hunger. Aber das ist auch okay. Wir wussten ja gar nicht, wie lange die hier bleiben wollten. Und ich denke, Ozok hat sie jetzt so krass zugequatscht, dass sie doch länger geblieben sind, als sie eigentlich wollten. Jedenfalls... Die restlichen Kekse, die packe ich wieder ein. Die werden wir Mittwoch, denke ich mal, nochmal mitnehmen. Da haben wir auf jeden Fall Freude dran. Ne? Und ich habe auch noch ein paar im Schrank. Ne? So ist es ja nicht. Ja, war ein sehr schöner Tag. Wir haben Weihnachtsgeschenke überreicht. Ozok hat noch große XXL-Gläser bekommen. Die zeigt er euch bestimmt mal ein anderen Mal. Das ist sehr, sehr cool gewesen. Und ja, jetzt wollte ich mich nur noch aus dem Video verabschieden. Für mich ist morgen der Livestream auf dem Hauptkanal, der 4. Advent. Ihr habt es gestern dann gesehen, dass wir live waren. Dann ist ja, heute ist ja Samstag, das kommt also Montag, das Vlogmas-Video ist sozusagen ein bisschen vertauscht. Aber geht ja dann nicht anders, wenn man einen Livestream macht zwischendurch. Ja, ich freue mich total. Ich denke, dass wir sehr viel Spaß gehabt hatten, so wie die anderen Adventssonntage auch. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt aus dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ozok freut sich drüber. Und wir freuen uns natürlich noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.